Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Norman Weiß vom Kanal Notizhefte. Ich habe mir überlegt, in einer lockeren Folge von Videos auf mein Leseprojekt zum Ersten Weltkrieg Bezug zu nehmen, das mich ja logischerweise schon ein paar Jahre beschäftigt. Ich habe pünktlich 2014 damit begonnen, Bücher über den Krieg und solche, die damit zeitlich und inhaltlich in Zusammenhang stehen, zu lesen. Und daraus sind in gewisser Weise Weiterungen entstanden, sowohl zurückblickend in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, in dem es darum geht, die Modernisierungserfahrung einer Generation zu erspüren, die Unsicherheit, die sich der Menschen bemächtigt hat und die auch Empfänglichkeit, die Bereitschaft für den großen Umbruch. Und in gewisser Weise entlädt sich das ja, zumindest in Teilen der europäischen Bevölkerung, dann im Kriegsausbruch. Das Kriegserlebnis entspricht in keiner Weise den Erwartungen, das wird nach wenigen Monaten klar. Gleichwohl dauert der Krieg damals unermesslich lange, 4 Jahre an, und verändert eben eine ganze Menge, sowohl was die Gesellschaftsstruktur angeht, was die politischen Verhältnisse angeht, was die Sozialstruktur angeht, in den betroffenen Ländern, insbesondere natürlich in Deutschland und in Österreich-Ungarn, aber eben auch in vielen anderen und natürlich unter dem Vorzeichen der Oktoberrevolution im Russischen Reich, das zur Sowjetunion wird. Sodass dieses Datum 1914, 1918 eine wirkliche Scharnierfunktion hat, die sagen Ausläufer des 19. Jahrhunderts, die sich um die Jahrhundertwende aus sich heraus transformiert haben und bereit gemacht haben für das 20. Jahrhundert auf der einen Seite, gleichzeitig aber noch sehr traditionell durchwirkt waren in vielerlei Hinsicht, dann kommt es zu diesem großen epochalen Bruch durch den Krieg. Der Krieg selbst als traumatisierende Urerfahrung für eine ganze Generation und dann die Phase danach, die einerseits in weiten Teilen Europas noch eine sehr gewaltgeprägte Erfahrung ist und die gleichzeitig Unsicherheit, Aufbruch, Veränderung mit sich bringt, sodass also dieser Zeitraum von 50 Jahren zwischen 1890 und 1940 eigentlich ein unheimlich spannender Zeitraum ist und dem auch Kunst und Literatur unheimlich innovativ, umfassend herausgefordert werden und reagieren auf diese Zeitläufe und Umbrüche. Und deswegen ist diese Periode für mich eine unwahrscheinlich interessante und ich beschäftige mich eben in vielfacher Hinsicht mit dieser Zeit und mit den künstlerischen Erzeugnissen aus dieser Zeit. So, genug der langen Vorrede, nun komme ich in dem heutigen Video zu 2 Büchern, über die ich sprechen möchte. Und dabei handelt es sich um 2 sehr unterschiedliche Darstellungen des Ersten Weltkriegs in Anführungszeichen, nämlich einmal von Ernst Pieper, Nacht über Europa, und da steht dann schon im Untertitel Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs. Und das zweite Buch ist von Herfried Münkler, Der große Krieg, Untertitel Die Welt 1914-1918. Also beides jetzt nicht typische Kriegsdarstellungen, sondern umfassender konzipierte und angelegte Werke, die das 100-jährige Jubiläum natürlich zum Anlass genommen haben, sich umfassend mit dem Phänomen des Krieges und mit seinen Auswirkungen auseinanderzusetzen.
Beide Bücher sind 2013 erschienen. Münkler hat 797 Seiten Text plus Apparat, der Pieper 483 plus Apparat. Hier bildet der Krieg gewissermaßen das Grundrauschen und Pieper schaut, wie andere, nicht zwingend oder nicht unmittelbar am Krieg Beteiligte, in dieser Situation sich artikulieren, wie sie reagieren. Er nimmt Personen und Institutionen in den Blick und diese denken, wünschen, feiern, begleiten, reflektieren, verwünschen und verarbeiten den Krieg. Durch diese kulturhistorische Perspektive kann Pieper weitgehend darauf verzichten, den Krieg zu beschreiben, das Geschehen an der Front, Siege, Verluste, Todeszahlen. Logischerweise steht dies nicht im Fokus seiner Betrachtung. Im Zentrum seiner Darstellung steht die Auseinandersetzung der Zeitgenossen mit dem Krieg, der in ihr Leben einbricht für viele. Wie wird er abstrakt vorbereitet? In welcher Form wird er konkret bejubelt und legitimiert? Welche Parallelen gibt es in den beteiligten Staaten und Gesellschaften? Welche Unterschiede? Wie wird mit den Ergebnissen des Krieges nach 1918 umgegangen? Welche Schlussfolgerungen werden gezogen? Was wird nicht getan? Besonders interessant ist, dass Pieper sich Künstlern und Journalisten zuwendet, also Malern, Schriftsteller, Professoren, und sich anschaut, was die gesagt haben, geschrieben haben, veröffentlicht haben. Dabei stellt er viel Material zusammen, aber keine einprägsame These auf. Doch diese Gesamtschau, die wirkt. Modernität und Totalität des Kriegsgeschehens werden spürbar. Der schildert die Verwüstungen, die die deutschen Truppen in Löwen, der belgischen Universitätsstadt, anrichten, sehr eindringlich und schonungslos. Und ich war selbst vor einigen Jahren in Löwen und habe mir das angeschaut. Die Bibliothek ist ja zweimal zerstört worden, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Sie ist zweimal wieder aufgebaut worden. Das ist ein eindrücklicher Ort über Kultur, Kulturverständnis, über Krieg und Frieden. Hier hörte die deutsche Zivilisation auf, lautet ein eindrückliches und, wie ich auch fand, ungeheuer beschämendes Plakat. Und ich musste sehr tief durchatmen, als ich durch die Ausstellung in dieser Bibliothek in Löwen gegangen bin. Pieper schreibt aber auch über die Herrschaftsmaßnahmen im Osten. Oberost ist das Stichwort für die militärgeschichtlich Interessierten. In den besetzten Weiten des Ostens werden in erschreckender Weise Dinge vorweggenommen, die die Nazis wenige Jahrzehnte später dann noch intensiver in die Tat umsetzen. Nachdem der Krieg zu Ende ist, bleiben die äußeren und inneren Folgen lange präsent. Der Kontinent kommt nur schwer zur Ruhe und insbesondere Deutschland bleibt ein Krisenherd. Und in Mittel- und Osteuropa dauert die Gewalt lange Jahre noch an. Piepers Buch schließt mit Ausführungen über die Grabmale des unbekannten Soldaten in den Siegerstaaten, denn in Deutschland gibt es das zu dieser Zeit noch nicht. Ich zitiere: Der unbekannte Soldat der Deutschen war Adolf Hitler, der Mann, der aus Deutschland eine Weltmacht machen wollte und das Land in die größte Katastrophe seiner Geschichte führte, die beinahe ganz Europa in den Untergang gerissen hätte. Damit wird der Erste Weltkrieg natürlich in Beziehung gesetzt zum Zweiten und der Zweite sozusagen als versuchte Revanche für den Ersten gewertet und die Zeit dazwischen mehr oder weniger als unstrukturierte Vorbereitung auf dem Weg dahin. Das ist natürlich eine einerseits eingängige Herangehensweise, sie ist aber andererseits auch problematisch, weil sie die Dinge eben vom Ende her betrachtet. Und darüber ist viel gestritten worden, über den Zusammenhang dieser Zeit. Folgt B aus A oder wie hängt das zusammen? Und eines der Bücher, in dem das ja intensiv unter einer sehr speziellen Blickrichtung diskutiert wird, ist dieses hier von Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917 bis 1945.
Nationalsozialismus und Bolschewismus. Nicht, dass ich Pieper in diese Richtung drängen möchte, aber es ist, so heftig sie bekämpft worden ist, eben doch eine wirkmächtige Verknüpfung gewesen, die da vorgenommen wird und die man sich immer bewusst machen muss. Jetzt stelle ich den Noltemann wieder zurück und nehme mir das Buch von Münkler. Denn Münkler will den Ersten Weltkrieg, den Großen Krieg, wie er ja bei unseren westeuropäischen Nachbarn heißt, als Gegenstand aus eigenem Recht begreifen und nicht nur als Vorgeschichte für den Zweiten. Und ich finde, das ist auch richtig. Es ist 1914 zum Krieg gekommen, aus Gründen und Ursachen, die in der Zeit von 1914 und davor liegen. Und das sind nicht zwingend die gleichen, die 1939 zum Krieg geführt haben. Das hängt zwar miteinander zusammen, aber man täte dem Phänomen 14-18 Unrecht, wenn man es nur als Vorspiel sehen würde. Und das finde ich gut, dass Münkler das so macht. Münkler übrigens ein hochproduktiver Autor, der in rascher Folge eine Reihe von sehr erfolgreichen Büchern vorgelegt hat. Ich muss gestehen, ich hätte nicht zwingend eins zum Ersten Weltkrieg von ihm erwartet, war aber sehr neugierig darauf und bin auch nicht enttäuscht worden. Das ist eine gelungene Darstellung, so viel sei schon mal gesagt, wie auch das Buch von Pieper eine gelungene Darstellung ist, aber beide sind ganz unterschiedlich strukturiert und die Herangehensweise, das Erkenntnisinteresse der Autoren ist ein ganz anderes. Ein bisschen haftet Münkler ja auch das Odium des Vielschreibers und des populärwissenschaftlich Orientierten an. Damit muss man als Wissenschaftler in Deutschland rechnen, wenn man erfolgreich ist, dass einem diese Etiketten angehängt werden. Nur dessen Bücher schwer in den Regalen liegen, das ist der eigentliche Wissenschaftsheld. Über diese Auffassung kann man lange diskutieren. So jemand wie Münkler ist breitenwirksam. Natürlich werden einzelne Thesen immer wieder angegriffen in der Fachwelt und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Er ist ja auch primär Politikwissenschaftler und kein Historiker. Insofern ist dann gerade das Buch von Leonard, der Historiker ist, davon einer anderen, ja, von einer anderen Qualität, aber eben es ist auch ein anderes professionelles Herangehen an die Dinge. Das muss man ganz klar sehen, ohne den Beitrag und dieses Buches und die Leistung von Herfried Münkler schmälern zu wollen. Also ich habe das Buch mit Gewinn gelesen, das kann ich nur so sagen. Wie geht er vor und worum geht es im Einzelnen? Ich finde es ganz wichtig, dass er dafür plädiert, die zu enge Fokussierung allein auf das Deutsche Reich aufzugeben und das Kriegsgeschehen und die Kriegswirkungen auf dem Balkan, aber auch Nahe Osten, Kaukasus mit in den Blick zu nehmen, denn das sind ja bis heute Krisenherde geblieben. Anders als etwa das deutsch-belgische Verhältnis, ja, und die Region Eupen-Malmedy. Da haben wir Lösungen gefunden, aber für andere Probleme eben noch nicht. Und insofern ist es wichtig, das mit in den Blick zu nehmen, finde diesen Ansatz lobenswert. Die Ausgangsthese von Münkler ist, dass der Krieg hätte verhindert werden können bei entsprechender politischer Weitsicht und Urteilskraft. Und zwar auf allen Seiten, vor allem aber natürlich und zu Recht auf der deutschen. Das militärische Vorgehen, die politischen Entscheidungen, die Ausdeutung und Beeinflussung von beidem durch Intellektuelle und die öffentliche Meinung, dem wendet sich Münkler in einer breit gefächerten Analyse zu, die er aber, das muss man eben auch sagen, gekonnt, aufbereitet, eingängig beschreibt, dem Leser natürlich dabei die eigenen Münklers Schlussfolgerungen stark präsentierend und weniger den Leser zur eigenen Bewertung auffordern. Münkler ist ein meinungsstarker Autor, der sagt, so ist es und so verstehe ich es und das ist richtig. Dem muss man nicht immer zustimmen, das muss man auch nicht mögen, aber dadurch gewinnen die Bücher eben auch eine starke Überzeugungskraft. Interessante Zitate mit beinahe prophetischer Kraft, die Münkler präsentiert, lassen aufforschen.
Meine Herren, es kann ein 7-jähriger, es kann ein 30-jähriger Krieg werden. Und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfass schleudert. Dies sagte Helmut von Moltke der Ältere 1890 im Reichstag. An gleicher Stelle rief August Bebel 1894 dem Plenum zu, dass, wenn der Krieg erst einmal in all seiner Schrecklichkeit da sei, Zitat, dann, meine Herren, haben Sie etwas geschaffen, an dem möglicherweise Ihre ganze Gesellschaft mit einem Mal zugrunde geht. Zitat Ende. Der warnenden Stimmen sind mehr. Friedrich Engels, Ralph Norman Angell, Johann von Bloch, Sie und viele andere haben sich Gedanken gemacht über die negativen Auswirkungen des Krieges zwischen den europäischen Mächten. Münkler betreibt in seinem Buch keine Kriegsschuldfahndung. Er untersucht, wie Spielräume genutzt oder vertan werden, wie sich im Falle der Reichsleitung Deutungsmuster in Handlungsmodelle verfestigen und Optionen, die es durchaus gegeben hatte, sich verflüchtigen. Es gibt kluge Überlegungen zum Militarismus, zum schwindenden Primat der Politik, zur fatalen Wirkung des Schliefenplans und später der Flottenrüstung sowie zur Rolle des Kaisers. Dass dieser eher ein Getriebener als ein Treibender war, bezeichnet für Münkler, Zitat, freilich das Problem. Von der politischen Ordnung des Reichs her und mit Blick auf das Gewicht Deutschlands in Europa hätte Wilhelm kein Getriebener sein dürfen, sondern die Dinge in klarer Beurteilung der Lage im Griff haben müssen. Davon konnte jedoch keine Rede sein. Zitat Ende. Juli-Krise und Kriegszieldebatten, bei denen es ja bekanntlich viele Verschiebungen gegeben hat, werden souverän und sehr nachvollziehbar dargestellt. Am 1. August feierte die heroische Gesellschaft sich selbst. Zum ersten und zum letzten Mal. Die innenpolitische Wirkung von Burgfrieden und Augusterlebnis wird nach meinem Eindruck sehr feinfühlig erspürt. Und dieses besondere Gemisch aus Drittem Reichseinigungskrieg, aus Männlichkeitsfeier und Läuterungsfanal, die wird gut erfasst. Viele Teile der Bevölkerung, insbesondere des Bürgertums und die Intellektuellen, sind von einer Unruhe erfasst. Leiden an der Modernisierungserfahrung, an der Ungewissheit. Männer leiden auch an schwindender Männlichkeit, die sie bei sich selbst beobachten und die sie aus dem langsamen Aufstieg der Frauen ableiten. Und all das kommt irgendwie zusammen und führt dann zu dem Wunsch, zu einer natürlichen Verhaltensweise, nämlich dem Kampf, zurückzukehren und sich so als Mann neu definieren zu können. Ja, und darüber schreiben dann viele. Und das wird dann auch natürlich von der Politik dankbar aufgegriffen und gespiegelt in die Bevölkerung hinein, obwohl das natürlich nichts ist, was jetzt Otto Normalverbraucher empfindet. Otto Normalverbraucher möchte seine Familie ernähren, was Gescheites zu essen haben, die kleinen Freuden des Alltags genießen und vor allem überleben. Da will sich niemand neu erfinden und seine Männlichkeit neu herstellen. Das geht der Masse der Bevölkerung überhaupt nicht nahe als Thema. Aber im Überlieferten und was dann auch an Literatur zusammengestellt wird, auch Briefe von der Front später, überwiegend von Studierten, zeichnen eben so ein bestimmtes Bild und das ist auf uns überkommen, was auch zu einer gewissen Überhöhung geführt hat in den folgenden Jahrzehnten, im Zweiten Weltkrieg und insgesamt. Und die aktuelle Forschung, die kritisiert das eben und arbeitet heraus, dass es auch 1914 ganz andere Stimmen gegeben habe, dass der August eben keine kollektive Graswurzelbewegung gewesen sei, wo alle Leute gesagt hätten, ja endlich Krieg und dem Franzosen eins auf den Deckel, sondern dass da viele Leute geschockt waren, was soll werden, das sehen wir heute viel differenzierter. Aber damals sah man das eben nicht so und die, deren Stimmen gehört wurden, die sahen das erst recht nicht so. Mein bekanntes Zitat, grässliche Welt, die nun nicht mehr ist oder doch nicht mehr sein wird, wenn das große Wetter vorüberzog. Wimmelte sie nicht vom Ungeziefer des Geistes wie von Maden? Gor und stank sie nicht von den Zersetzungsstoffen der Zivilisation? Diese prägnanten Sätze formulierte Thomas Mann in seinem Text Gedanken im Kriege.
die er im September 1914 formulierte, also kurz danach. Und er stellt sich sozusagen an die geistige Spitze der dringend notwendigen Erneuerung und Entschlackung des deutschen Volkes. Und wie Pieper sieht auch Münkler die Kriegsbegeisterung der Intellektuellen, insbesondere derjenigen, die nicht an die Front wollen, müssen, können, wie Thomas Mann, mit Unverständnis. Interessant ist, dass sich die Intellektuellen im Verlauf des Krieges übrigens nochmal zu Wort melden und die Ausweitung des U-Boot-Kriegs befürworten. Das sei jetzt notwendig, um Deutschlands Stellung in der Welt endgültig zu verteidigen. Bedächtige Stimmen wie etwa von Max Weber sollten auch hier die Ausnahme bleiben. Die Bedeutung der Flotte, die maritime Seite des Krieges, das war ja, blieb ja deutlich hinter dem zurück, was man jahrzehntelang gedacht, erwartet, erhofft hatte. Münkler schreibt, das liegt daran, dass die Deutschen nicht so geopolitisch dachten wie die Engländer und deswegen die Bedeutung der Flotte in einem bilateralen Ringen völlig überschätzt hatten, wohingegen die Engländer die Flotte in der Welt brauchten, um im Krieg überleben zu können. Ja, dieser unterschiedliche Ansatz führt eben dazu, dass es nicht zu dieser herbeifantasierten Entscheidungsschlacht kommt. Allerdings, sagt er, Tirpitz hat ja auch irgendwie recht, die Briten werden den Weltmachtanspruch verlieren und abgeben müssen, das tun sie, aber eben nicht an das Deutsche Reich, sondern an die USA, die zur Begleichung der Schulden einen Teil der Flottenstützpunkte übernehmen und das im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg dann fortführen werden. Das Buch spricht natürlich auch über sich wandelnde Heldenbilder, über das Verhältnis zu Österreich-Ungarn, über den Aufstieg Hindenburgs und dessen dann ja in die Weimarer Republik hineinreichende Rolle, die auf diesem Aufstieg gründet und die ja ebenfalls Folgen haben wird. Die Rolle von Ludendorff, über die Revolution, über das Kriegsende. Also dieses Buch ist sehr umfassend und bietet unheimlich viel Anregungen zum Weiterlesen, zum Neuentdecken. Und zusammen mit Pieper war das sozusagen der Auslöser für vielfältige Leseerfahrungen der letzten Jahre zum Thema Erster Weltkrieg. Das Abschlusskapitel zu den Nachwehen und Nachwirkungen des Krieges, das ist auch besonders empfehlenswert. Das kann man auch mal für sich lesen. Münkler entlässt uns dann in das anschließende Zeitalter der Extreme, um eine Formulierung von Hobsbawm aufzugreifen. Also Pieper und Münkler, zwei von der Anlage her unterschiedliche, vom Stil und Zuschnitt her sich gut ergänzende Bücher über den Ersten Weltkrieg. Das war, wie gesagt, der Anfang meines Leseprojekts seinerzeit und ich habe dann in sehr viele unterschiedliche Richtungen weitergelesen, unheimlich viel gelernt, entdeckt und kann nur sagen, das war ein sehr interessantes, lehrreiches Leseprojekt und ich werde verschiedene Aspekte der entsprechenden Lektüren, wie eingangs gesagt, in lockerer Folge in weiteren Videos vorstellen. Ich hoffe, das interessiert euch und wir werden sehen, in welchem Zeitraum dann das nächste Video zu diesem Spezialthema erfolgen wird. Das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Freue mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.